Wer vertrauliche Informationen über die beim Fracking eingesetzten Chemikalien an die Öffentlichkeit weitergibt, dem droht im US-Bundesstaat North Carolina in Zukunft eine mehrmonatige Haftstrafe. So sieht es das sogenannte Energiemodernisierungsgesetz vor. Dieses Gesetz wurde von 3 republikanischen Senatoren und der Republikanermehrheit in den Kongress von North Carolina eingebracht. Danach können Fracking-Firmen von Feuerwehrleuten und Ärzten, die bei Ölbohrunfällen eingesetzt werden, verlangen, dass sie eine spezielle Schweigepflichtserklärung unterschreiben. Nach Informationen der Energiefachzeitschrift Energy Wire dürfen sich diese Feuerwehrleute und Notärzte noch nicht einmal mit ihren Kollegen darüber unterhalten, welche Erfahrungen sie bei ihren Einsätzen mit den Fracking-Chemikalien gemacht haben. Die Republikaner in North Carolina machen sich damit die Argumentation zahlreicher US-Ölbohrfirmen zu eigen, welche die Zusammensetzung der beim Fracking-Prozess eingesetzten Chemikalien als Betriebsgeheimnis bezeichnen. Vor allem der mächtige US-Energiekonzern Halliburton macht nach Informationen von amerikanischen Medien Druck auf US-Bundespolitiker, der Öffentlichkeit und lokalen Behörden, keine Informationen über die beim Fracking verwandten Chemikalien zur Verfügung zu stellen. Ralf Sina, Washington. Wer vertrauliche Informationen über die beim Fracking eingesetzten Chemikalien an die Öffentlichkeit weitergibt, dem droht im US-Bundesstaat North Carolina in Zukunft eine mehrmonatige Haftstrafe. So sieht es das sogenannte Energiemodernisierungsgesetz vor. Dieses Gesetz wurde von 3 republikanischen Senatoren und der Republikanermehrheit in den Kongress von North Carolina eingebracht. Danach können Fracking-Firmen von Feuerwehrleuten und Ärzten, die bei Ölbohrunfällen eingesetzt werden, verlangen, dass sie eine spezielle Schweigepflichtserklärung unterschreiben. Nach Informationen der Energiefachzeitschrift Energy Wire dürfen sich diese Feuerwehrleute und Notärzte noch nicht einmal mit ihren Kollegen darüber unterhalten, welche Erfahrungen sie bei ihren Einsätzen mit den Fracking-Chemikalien gemacht haben. Die Republikaner in North Carolina machen sich damit die Argumentation zahlreicher US-Ölbohrfirmen zu eigen, welche die Zusammensetzung der beim Fracking-Prozess eingesetzten Chemikalien als Betriebsgeheimnis bezeichnen. Vor allem der mächtige US-Energiekonzern Halliburton macht nach Informationen von amerikanischen Medien Druck auf US-Bundespolitiker, der Öffentlichkeit und lokalen Behörden, keine Informationen über die beim Fracking verwandten Chemikalien zur Verfügung zu stellen. Ralf Sina, Washington. Wenn du dich nicht bekehren lässt, werde ich dich vernichten. Erst jetzt, da dein Ende naht, hast du die Dinge erkannt. Mit deinem armseligen Können bist du weder mir noch der dunklen Seite der Macht gewachsen. Du bezahlst jetzt den Preis für dein uneinsichtiges Verhalten.